Weitere heftige Regenfälle in der Region um die Stadt Dulo an der Grenze zwischen Äthiopien und Somalia bringen die Bevölkerung in Bedrängnis. Hochwasser hat viele Wege und Straßen unpassierbar gemacht. Außerdem werden vielerorts die Nahrungsmittelvorräte knapp, denn einige Gegenden sind von der Außenwelt abgeschnitten. Manche Menschen waren dennoch in der Lage, sich in Auffanglagern in Sicherheit zu bringen, andere aber können nicht weg. Wir können nicht in die Stadt gelangen, denn das Wasser steht sehr hoch. Wir haben Angst vor Krokodilen und anderen Tieren im Wasser. Ich bin aus Galbolo geflohen und alle unsere Häuser und Läden waren voller Wasser. Unser Essen und die Matratzen wurden fortgespült. Jetzt haben wir nichts mehr zu essen. Das Hochwasser hatte ernsthafte Folgen für die Geschäfte, denn Lieferungen erreichen die Stadt nicht mehr, auch nicht auf dem Luftweg. Es gibt einen erheblichen Mangel an Gütern, Treibstoff, Essen und anderen Dingen. Wir werden das deutlich zu spüren bekommen. Die Vereinten Nationen hatten die Überschwemmungen in Ostafrika in der vergangenen Woche als Jahrhundertereignis bezeichnet. Den Regenfällen war eine extreme Dürre vorausgegangen. Von dem darauf folgenden Hochwasser sind nach Schätzungen der UNO rund 1,6 Millionen Menschen in Somalia betroffen. Rund 300.000 mussten ihre Wohnungen verlassen. Mindestens 29 Personen kamen ums Leben.